Ja, ihr Mantra scheint zu lauten, die Welt dreht am Rad. Das schauen wir uns an. Aber in aller Ruhe. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Josef, Jupp und Jüppchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns sehr, Ihnen heute Abend wieder einmal ein wunderschönes, altes Aachener Liedchen. Josef, kannst du bitte mal kurz warten? Ja, was ist denn schon wieder? Jüppchen. Ja. Der Auftritt hat angefangen. Ja. Ja, kannst du mir mal sagen, wo du mit dir danken bist? Wir haben einen Auftritt. Ich bin an das Überlegen, was ich schreiben soll. Wie schreiben? Du musst was schreiben? Ja. Die Schwiegermutter ist doch gestorben. Och. Nun muss ich nach der Zeitung gehen, für die Anzeige aufzuheben. Nein, das musst du nicht. Wieso nicht? Weil man heutzutage nicht mehr zur Zeitung gehen muss, um eine Anzeige aufzugeben. So was kannst du online machen. Ach, das kenne ich nicht. Außerdem will ich wissen, was das kostet. Ach, Jüppchen, was soll das denn nun? Das kostet so viel, wie du schreibst und wie viele Seiten da machst. Genau so ist es, ja. Fängst natürlich mit dem Namen an. Rosa Noppenei. Ja, toll, ja. Ist ja schon mal was. Ja. Geboren? Nein, gestorben ist sie. Ach, Jüppchen. Du musst in die Anzeige reinschreiben, wann die geboren ist. Ja, da weiß ich doch nicht. Ja, vielleicht solltest du das vorher noch in Erfahrung bringen. Und natürlich das Sterbedatum. Vorgestern. Ja, vorgestern, ja, da ja, hast du doch schon alles. Was willst du denn jetzt schreiben? Ja, da schreiben wir Rosa Noppenei tot. In Trauer, Marie und Jüppchen. Das ist eine tolle Anzeige, Jüppchen. Aber entschuldige bitte, auch wenn er Geld kostet, also ein paar Wörter könntest du schon mehr schreiben. Na gut, da schreiben wir Rosa Noppenei tot, in Trauer, Marie und Jüppchen, Wohnung zu vermieten. Ach. Jüppchen, das tut mir ja schon richtig leid, damit der Schwiegermutter von dir war. Allein hat für Marie. Ja. Zumal wir jetzt demnächst auf 40-jährige Hochzeitstag haben. Ja. 40 Jahre? 40 Jahre. Ihr seid 40 Jahre verheiratet? Ja. Junge, Junge, das schafft nicht jeder. Nee, aber ich meine, wir verstehen uns ja blind. Wir haben auch immer noch die schönen Handtücher, die du uns damals für die Hochzeit geschenkt hast. Ja, das habe ich gehört. Ja. Gute Qualität. Ja, und da waren auch wirklich schöne Handtücher. Und da hatten wir ja extra die Buchstaben noch draufsticken lassen. Ja, das war schon toll. Moment, was für Buchstaben? Ach, wir hatten, weißt du, auf das eine Handtuch hatte man ein großes A draufsticken lassen und auf das andere ein großes G. Ja, super. Ach, schön. Das sind aber auch nicht die Anfangsbuchstaben von Jübchen und Marie. Nein, wie intelligent, Josef. Nein, das sollten sie ja auch nicht sein. Ja, ich sprach jetzt noch mit Marie und da sagte sie, Jupp, sagt sie, ich bin begeistert, auch nach 40 Jahren. Ich nehme immer noch das Handtuch mit dem A für das Antlitz. Und das mit dem G für das Gesäß. Also ein Traum. Das kann ich verstehen. Moment mal. Eine tolle Idee. Was? Also ich nehme seit 40 Jahren G für Gesicht und A für A. Hübschen, bitte. Ja, kann es denn sein, dass ich mich jetzt 40 Jahre mit der Hintern von der Maria Gesicht abgewaschen habe? Um Gottes Willen, also so schlimm kann es ja auch nicht gewesen sein, sonst wirst du ja nicht, hey, sonst verständst du ja nicht hier, aber. Ja, aber Josef, du hast das mit der Frau und alles noch vor dir, bei dir ist noch alles ruhig nach wie vor, wa? Ja, du von wegen, da träumst du aber nur von, wa? Wieso? Ich habe eine nette Dame kennengelernt. Oh, eine Dame, keine Frau, eine Dame. Ja, eine Dame. Wo habt ihr euch denn getroffen? Auf einer Bank am Elisenbrunnen. Oh, am Elisenbrunnen, da riecht immer so gut, wa, Josef? Seid ihr euch denn schon mal näher gekommen? Ja, natürlich. Was denkt ihr denn? Aber da ihr jetzt gerade hier seid, ich wollte euch immer schon mal gefragt haben, habt ihr nicht mal eine Idee, so irgendwas ganz Besonderes? Wir kommen nicht so richtig zu Botte. Ach, Josef, jetzt sei mir nicht böse, aber in deinem Alter, da musst du dir vielleicht schon mal was Besonderes einfallen lassen. Ja, dafür frage ich euch ja. Ja, du triffst sie doch bestimmt wieder. Ja, natürlich. Pass auf, wenn du sie das nächste Mal triffst, da gehst du mal vorher in ein Blumengeschäft, kaufst sie eine schöne, lange, rote Rose und dann gehst du mal auf sie zu und dann sagst du, die Rose,
der Rose. Oh, das ist doch ein Traum, macht oder? Aber wie? Ja. Oder du kaufst dir mal eine Schachtel Pralinen. Oder Pralinen, ja. Dann gehst du auf ihr zu und dann sagst du, die Schachtel, der Schachtel. Das macht weniger Eindruck, Jüppchen. Weniger. Aber können wir jetzt vielleicht einmal singen? Wir sind doch, glaube ich, gekommen, um für den neuen Ordensritter ein Liedchen zu bringen. So ist es. Der neue ja. Wer ist es? Ach, wer Jüppchen. Ist es? Das ist ja eine Katastrophe. Kannst du dich vorher nicht mal über sowas informieren? Ja, wer ist der Herr Lindner? Ach, der Herr. Das freut mich, Mann. Ja. Der hat es aber auch verdient, Mann. Der singt doch immer die schönen Lieder. Oder? Was tut er? Der Patrick Lindner, der singt doch immer. Ach, Jüppchen. Ach, Jüppchen. Das ist nicht doch Patrick Lindner. Nicht. Nein, das ist doch Christian Lindner. Und der singt auch nicht, sondern der redet. Was so, redet der denn? Ach, was redet der denn? Mein Gott, wenn du mal was öfter die Zeitung lesest. Was tätig? Hübschen lesest. Das ist doch Konjunktiv. Ja. Ah, nicht der Lindner. Nein. Ich versuche noch einmal. Jüppchen, wenn du mal was öfter die Zeitung... Lesen tätest, meinst du? Ja, genau, das ist es. Dann wüsstest aber so, ja, du, dass dieser Herr Lindner sich zu allem und jedem jederzeit äußert. Genau. Was tut er? Jüppchen, der äußert sich. Schon morgens früh, wenn der aufsteht, das Erste, was der tut, der äußert sich. So ist es. Also, da will ich dir mal sagen, also, wenn ich aufstehe, noch ein Tässchen Kaffee und ein Zigarettchen, dann muss ich mich aber auch äußern. Also ach, das ist schön. Jüppchen, das tut er aber nicht nur morgens früh, sondern auch im Vormittag und nachmittags oft stundenlang und vor Journalisten. Ja. Stundenlang? Stundenlang. Wo nimmt er denn das ganze Material her? Jüppchen, das hat er eben. Ja. Und da ja. kommt doch noch alles in die Zeitung. Ja, da muss der auch in die Zeitung bringen. Das ist doch typisch bei Politikern, weil auf die Art und Weise vertuschen die doch ihr Defizit, was sie haben. Oje, wo haben sie sich das denn geholt? Ach, Jüppchen. Defizit ist keine Krankheit. Nicht? Nein. Es hat aber doch eine Hat. Nein, Jüppchen, ein Defizit ist das, was einem fehlt. Also ich glaube, du bist ein bisschen bekloppt. Erst sagst du, er hat es, jetzt sagst du, es fehlt ihm. Was ist denn mit der Dezifix von dem? Ach, Jüppchen, Defizit herrscht. Ein Defizit ist das, was man hat, wenn man nichts hat. Respektive das, was man weniger hat, als man jemals gehabt hat, als man seinerzeit noch ja nichts gehabt hat. Ja, genau. Und wie geht es denn nun mit deinen Freundin weiter? Ach, Jüppchen, jetzt Jüppchen. Lass uns jetzt bitte singen, Josef. Ja, ich bitte darum. Die Mutter spricht zu ihrem Kind, hol mich in ne Bücke, miau, geschwind. Bring mich auch was Kumkummeren mit, vergiss mich auch das Öl ich nicht. Und pass mich auf da an die Trab, sonst fällst du mich noch da herab. Und da brichst du dir, tier, nick, das silberne Stimmsche quiet. Ja, wenn ne Öscher uns jetzt sagen will, da hält es sicherlich der Mull nicht still, wenn nicht besser sagen kann. Mult hoch, Mult hoch, wär mir.